Hallihallo und guten Abend. Es ist wieder Zeit, ein wenig Simracing zu betreiben. Und ich sehe gerade, dass ich das Licht ein bisschen anmachen werde. Es ist doch ganz schön dunkel geworden. Simracing. Ja, ja. Geile Sache. Auch wenn man da unten steht in der Tabelle, wie ich. Nee, gleich mehr. Ich kümmere mich mal eben um eine bessere Ausleuchtung. Sind wir wieder. Ich mach die Mucke aus und werde mich dann mal in die Open Mic Session begeben, zusammen mit dem Dennis und dem Knut. Ich bin ja mal gespannt, was die zu erzählen haben.
Aber obwohl, das Quali hat auch schon wieder seit 3 Minuten angefangen. Ich bin mal wieder viel zu spät. Aber immerhin zuverlässig. Konsequent. Zuverlässig und zuverlässig. Mucke weg. So, wir betreten mal den Chatroom. Kann ich schalten? Hallo. Ja. Oh, Kacke. Hallo, hört ihr mich? Hey Timo, grüß dich. Hallo, wir hören dich. Jawohl. Oh. Hallo. Wunderbärchen. Hallo Dennis. Hallo Knut. Ich Wunderbärchen, sagt er. Du Schande. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf den Abend heute. Das letzte Rennen hat richtig Laune gemacht. Absolut, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube allerdings, dass es heute, ja, heute zumindest wird das für mich nicht so erfolgreich wird. Oh, das wird noch besser, wird erfolgreich. Treppchen, 1, 2, 3. Müssen uns nur noch überlegen, welche Reihenfolge. Ja. Wenn wir die Tabelle umdrehen, so wie gerade im Training. Dann ich habe nur einen Blick eben drauf geworfen und dachte so, ja, okay, das passt ja. Wir haben Spaß. Ganz ehrlich, wir haben einfach noch nicht gezeigt, was wir können. Ich muss aber leben. Ja. Genau, kommt alles noch. Ja, zuerst mal müssen wir ja mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen, ne? Warte mal, hier ist links, ja, okay, ja. Ich habe mir das aufgezeichnet. Hier liegt so ein Papier auf dem Schoß. Ja. Da kann ich drauf gucken. Musst du aufs Lenkrad nehmen. Ja, aber das dreht sich ja schnell, wenn ich das auch mit. Komm ich immer durcheinander. Da muss den Kopf mitdrehen. Boah, 1,46,0. Ja, ich muss sagen, der BMW ist hier auch echt ein bisschen stressig zu fahren. Den hat man schnell quietscht es nur noch. Nee, ja, gar nicht. Also quietscht ja eigentlich überhaupt nichts. Nee, gar nichts. Ist ja auch abhängig von meinen Soundeinstellungen. Achso, das hätte man andrehen müssen, ne? Ja, genau. Boah, ich hab ein Setup gefunden, wo man es gar nichts mehr quietschen hört. Geil. Ah. Das wird ja viel schlechter als gedacht. Macht ja nichts. Hauptsache, wir sind zusammen, wir drei Schnuckis. Ja, stimmt. Weißt du? Rabauken. Oh, da vorne ist einer langsamer als ich. Das ist immer beruhigend. Reifenschaden. Ist euer rechter Vorderreifen auch 100 Grad heiß? Ja, bei mir geht's auch rechts ab. 90. Dazu ein kleiner Tipp, schau dir die Temperaturen erst an, wenn du auf einer Geraden bist. So 10 Sekunden geradeaus fährst, dann hast du nicht so hohe Temperaturen. 1, 2... Schon nah dran an meiner Bestzeit. Bin schon über dem Zenit. Scheiße, ey. Aber es ist eine schöne Strecke, muss ich sagen. Also, ey, richtig geil gut gemacht. Ja. Also, ich glaube, wenn wir uns mal irgendwann mal treffen sollten im Real Life, dann sollten wir das hier tun. Aber mit deiner Karre, Knut. Weil ich ja so viele Karren habe, ja, klar. Ich fahre noch nicht meine kaputt. Dennis, du weißt es noch nicht, dass ich kein Auto mehr habe, ne? Dass ich Fußgänger bin, um die Klimageschichte zu schützen hier, ja? So. Finde ich allerdings. Nee, wusste ich noch nicht, aber finde ich gut. Einer muss vorangehen. Darf man das öffentlich sagen, wie es kommt, oder? Ich möchte dazu jetzt nichts weiter hören. Ich gucke tatsächlich auch wieder nach Autos. Also XKR, C6. Citroën C6? Mensch, du hast ja Stil. Oh, das war aber ein Modell, das war ziemlich selten, C6. Ja. Ja, der hatte so lustige Rücken. Ein bodenständiger. Oh, das war ein ganz schönes Prunkauto für Franzosen. Das stimmt auch wieder, ja. Ah, ah.
übrigens die Boxen einfahrt, ist links. Ja, danke. Ah, gut, schon mal gleich unnötig. Diese und nächste Runde vor allem. Schön, das ist auch immer wunderbar. Also wenn ich hier fahre, komme ich mir ehrlich gesagt vor, als wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, wie man ein Autorennen fährt. Also das Gefühl habe ich aber im auch Prinzip wieder. Nicht nur hier. Also gibt es wirklich noch ein anderes Gefühl, ja? Weil ich kenne nur das. Aber diese eine Kurve, die so links abfällt und wo es dann wieder so hoch geht, die habe ich noch nicht einmal richtig gut bekommen, ne? Hausefalle. Ne, ich gebe erst dann wieder Gas, wenn das Auto nicht mehr rutscht. Weißt, das ist das Einzige, was ich mir da merken kann, ja? Ich habe mir von diesem Otterhardt habe ich mir die Bezeichnung anzeigen lassen, damit man so ungefähr weiß, wo man ist. Ah ja, das wollte ich das letzte Mal fragen. Hast du das Otterhardt noch in Use? Ja, okay. Yes, okay. Yes, of course. Aber die Strecke ist echt, also pervers. Pervers geil. Ja, stimmt. Also ich würde sagen, ich mache das wieder so wie beim letzten Mal. Ich lerne die Strecke einfach während des Rennens. Lerne die Strecke mal während des Rennens. Ich wusste gar nicht, dass wir Langstrecke fahren. Und 2 Tage Ausdauer drin. Deswegen. Ich gehe mal ganz kurz austreten, Jungs. Ich lasse euch mal kurz allein. Was sollen wir denn machen? Müssen wir reden? Jetzt bin ich überfordert. Ihr habt den Stream in der Hand. Beherrscht ihn. Kann ich auch auf eure TV-Sicht umschalten? Rennmonitor. Ja, geht. Fahrer wählen, dann nehmen wir mal den Timo. Ja, zeig mal bitte Dennis. Meinen Klamauk kann man sich in meinem Stream schon anschauen. Okay. Das war wieder recht. Einmal Dennis, bitte. Da ist er. Muss ich lächeln beim Fahren oder geht's so? Ja, immer nur, wenn die Kamera deinen Helm ranzoomt, dann ein bisschen lächeln. Ich geh pinkeln, bis dann. Viel Glück. Boah, das Desaster, der Desaster wird das heute. Aber ist egal. Oder? Ja, ich glaube auch. Oh, ey, ich hab in jeder Runde ein Cutting bisher. Hört sich an, als wenn du auch viel geübt hättest. Ja, 13 Runden. Ja, sehr gut. Ja, so viel hatte ich in dem Dreh auch gemacht, um hier so ein Setup zu basteln. Ja, da fühlt man sich richtig wohl danach, ne? Ich bin eigentlich nur am Korrigieren. Das ist meine einzige Fahrweise hier. Ja, das stimmt. Also eigentlich hat man die ganze Zeit das Gefühl, man ist sauschnell unterwegs, da ist auch wieder permanent am Ausbrechen, ne? Ja. Aber so, wenn dann auf die Zeit kommt, genau so kommt leider nichts bei rum. Boah, jetzt habe ich hier was gefunden, ey. Mutkurve ist gut. Mutkurve. Oh, jetzt kommt voll die Zeit. Lieferst du gerade was ab? Ne, ich habe schon wieder 2 umgültig. Das gibt's noch. Zumindest bin ich schneller als Knut jetzt. Wo tingelst du denn, Rohr? Auf welchem Platz? Zeitenlos. Deswegen, vielleicht bin ich noch gar nicht in deinem Ranking. Nee, ich bin 15. Ja, und ich bin noch vollkommen ohne Zeit bislang. Ach komm, haltenlos, okay. Ja, stimmt. Zeitlos auch immer. Sowieso. Zeitlos unterwegs. Aber man kann ja wirklich nicht sagen, dass die Reifen kühl bleiben, ne? Also. Und ich beende hier auch gerade schon wieder eine ungültige Runde. Oh nein, ich beende sie doch nicht.
Ne, ich beende sie wirklich nicht. Wie ist denn das hier? Darf man nochmal rausfahren, wenn man escaped? Ich glaube, bei VROS ist das sogar egal, oder? Bei VROS ist das egal, glaube ich auch, ja. Also ich habe vorhin escaped. Vernünftig. Tatsächlich. Vernünftig. Ich glaube, ja. Ich glaube, in der richtigen Liga auf keinen Fall, aber hier Nee, in der Liga mache ich das eigentlich auch nicht. Es haben auch beim letzten Mal, glaube ich, einige gezwirbelt. Dennis, gibt's einen Irrtum in der Zeit? Du bist vor mir. Während du weg warst, habe ich deine Zeit zurückgedreht. Er hat Dennis was in Asphalt gebrannt. Eine ganze Zehntel hat er die abgenommen. Mann. Junge, Junge. Die hole ich mir wieder auf Grundblase. So, jetzt fahre ich mal. Oh, jetzt hätte ich beinahe noch viel, viel mehr geschafft, aber jetzt durch das Lachen in der letzten Kurve habe ich es verkackt. Ja, klar. Ich fahre jetzt erstmal eine safe 2-0-0. Du, bist du das hinter mir? Ja, ich bin das. Ach, geil. Das kann ja nur in eine Uhr gehen. Ja, komm mal her, ja. Ich mach das übrigens nur aus Spaß an der Freude, ne? Also ich habe hier überhaupt keine Ambition jemals angestellt auf dieser Strecke. Hättest du das, wärst du gar nicht in diesem Voice-Chat. Hätte mich gar nicht gelassen. Die Ambitionslosen sind das hier immer. Gefällt mir dieser Kreis. Ja. Just vor Kun. Aber ich weiß gar nicht, wer dieser Just ist. Oh. Ei, ei, ei. Sehe ich die Welt heute einmal von oben? Ich habe sie vorhin schon gesehen, Timo. Ja? Von oben. Ja. Sehr schön. Ich habe mich schon gewürfelt. Die letzten Kurven sind so geil, die letzte Kombination da von dem Berg runter. Ey, da kannst du Vollgas so viel rein und einfach nur durchrollen. Geil. Oh. War leider ungültig. Egal. Nein, nicht nächste auch. Doch, nächste auch. Ich fahre hier ohne Zeit durchs Quali. Weißt du? Das machen viele bei iRacing, um zum Beispiel ihr Safety Rating oder sowas zu schonen. Ja. Das wird dann später als Begründung herhalten, falls mich wer fragt. Ja. Ach so, das gibt's hier gar nicht. Ach, das ist gar kein iRacing, ach so. Ich habe mir vor kurzem ein Video angeguckt von dem Steffen Hensler. Kennt ihr den? Och. Dieser Koch, genau. Und der fährt bei diesem... Stimmt, der fährt auch manchmal, genau. Echt jetzt? Also ja, hier bei diesem Team. Sagt doch, jeder Nordschleifen-Typ kennt das Team. Stützelalm. Oh, fuck. Ja, das wäre passend. Ich muss gucken. Auf jeden Fall fährt der Porsche Cup. Und vor kurzem ist er M240 Cup auf Sandford gefahren. Gar nicht schlecht, Alter. Gar nicht verkehrt. Okay. Und der scheint auch irgendwie Kampfsport zu machen, oder was? Also, Timo, hast du dich gedreht? Ich habe eine Nachricht von meinem Coochie gekriegt. Nee, ich nicht. Der lügt. Ein anderer von jetzt nicht. Naja. Ach so, der, ja. Boah, ich stehe hier auch allen auf der Ideallinie im Weg. Ich wusste auch gar nicht, dass das die Ideallinie ist. Alos fliegt erstmal ab, deswegen sehr gut. Ich dachte wirklich, ich wäre nicht auf der Ideallinie, aber scheinbar fahren die Kurve anders. Das erklärt wahrscheinlich, warum wir so langsam sind. Ja. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh, diese erste Kurve, ey. Boah, eine Zeit will ich immer aufsetzen. Sonst zerreißt auch der gute Thomas mich in der Luft. Das macht er nicht. Obwohl, für den habe ich auch immer eine Ausrede parat. Letztes Mal habe ich ihm gesagt, mein Kater hat mich gebissen. Ja! Das hat er im Stream gesagt, ja, richtig. Wann hast du das denn gesagt? Das wird des Rennens da rein, oder was? Nee, wir hatten vorher geredet. Thomas Eileman.
Hammer's Isle of Man. Ah. Wenn ich einmal die Kurve fahre, ohne über die... Ah, das ist... Ich fahre so schlecht auch, ne? Das ist aber... Nein. Nix. Das finde ich gar nicht so schlecht. Du bist knapp hinter mir. Ich mache hier Drift-Challenge, Alter. Alter. Alter, hier höre ich, sage ich dir, du... Du Flechel. Oh Mann, ey, ich bin so gespannt. Das gibt nichts. Wenn wir uns nur ein bisschen zusammenreißen, sind die Kampfhähne, da räumen sich bestimmt 4, 5, 6 Leute ab. Ja, ja, das ist auch meine Hoffnung. Aber lustigerweise machen die das immer alles nur im Training und im Quali oder so, und im Rennen läuft das dann bei denen. Ja, wenn der einmal rutscht, dann rutscht der. Wollte ich euch nur ausrichten, kurz. Ach so, danke. Gerne. Ich finde das immer gut, von einem Profi-Sim-Racer Tipps zu bekommen. Ja, absolut. Ich war noch 15. Ich bin 18. Halt die Schnauze. Ah, der Matthias Held hat's geschafft. Schade. Jetzt bin ich 17. Jetzt komme ich mit ganz großen Titten, Schritten. Ja, ich habe eine Zeit aufgestellt. Ey, geil. Es wishes. Oh Mann. Sonst hättest du auch gar nicht mitfahren dürfen im Rennen, glaube ich, ne? Dürfen nur Leute mitfahren, die mindestens eine Zeit haben. Ja, die 105%-Regel lassen wir hier mal bitte außer Acht. Zum Glück. Alter. So, ich bring nochmal eben was weg. Bis gleich. Viel Glück. Das ist jetzt aber Ende, das Quali, ne? Warte mal, nee, ich hab... Nein, ich fahre noch eine Runde auf. Runde ungültig steht hier. Ihr alten... Oh. Oh. Alles klar. Dennis, du weißt schon, wer dich jetzt gleich abräumt, ne? Soll ich dich passieren lassen oder möchtest du mich filmen? Ich werde dich einfach kurz filmen. Kurz. Ein wunderschönes Heck. Kurz, ja. Dieter Thomas Heckantrieb. Ja, oder so. Wie viel Sprit, bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren? Also mindestens mal Dennis. Ich würde empfehlen, 35 Liter reinzupacken. Wenn du mich jetzt irgendwie auf den Arm nimmst, Alter, ne? Nein, nein, du bist viel zu schwer. Okay, dann packe ich 40 rein. Sicherheitspolster. Ah, genau. Ich sollte das Otter halt einfach nehmen und mich nicht auf Dennis verlassen. Entschuldigung. Ja, übrigens hat das richtig gut geklappt beim letzten Mal. Also da muss ich mich wirklich zurücknehmen. Du hast eine richtig, richtig geile Berechnung gehabt. Es war ja, sauknapp, aber es hat gereicht. Es war genau perfekt. Ja, ja, das bin ich. So bin ich. Ja, jetzt ist Warm-up. Mal ein bisschen mit Gewicht jetzt hier trainieren. Ja, dann habe ich mir auch gedacht. Was ich geil finde bei Race Room, wenn du nicht lang genug auf den Startknopf drückst, geht das Ding wieder aus oder nicht richtig? Es ist aber geil, oder? Nicht ein Leben, oder? Wenn du bei deinem Fiat Panda nicht lang genug auf den Schlüssel drehst. Wenn ich wenigstens einen hätte. Den nachinstallierten Startknopf. Beim Fiat Panda, ja. Warte mal, da ist ein Taxi hinter mir, jetzt will ich vorbeilassen. Ach du je. So, liebe Zuschauer, das ist mein Arsch. Guck dich das fette Ding an, Alter. Ihr fahrt beide mit dem Benz, ne? Benz. Mhm. Ja, voll geil. Voll geil, voll geil. Endlich Benz. Schon mal Mercedes fahren. Knutchen, ich habe die Bremsballons nach vorne gestellt. Eventuell. Oh, wie viel Sprit? Wäre das auch was for you? Mir ist 58 schon zu viel gewesen. Ich bin auf 57 und überlege, auf 56 zu gehen, weil ich das Auto beim Anbremsen noch so ein bisschen wegstellen will. Weißt oh, warte mal, hab ich gesagt da vorne? Ich meine natürlich da hinten. Mist, sag du. Das wird oft verwechselt. Hier, wenn das gelbe Ding im Rückspiegel zu groß wird, das bin ich. Ich, vor lauter Schock bin ich jetzt hier rechts abgefahren. Die gelbe Schlange, oder wie man sagt, wenn man sich häufig nicht wäscht. Nein, Quatsch, das ist jetzt Quatsch. Boah, hör auf Alter. Jetzt. Ich weiß nicht, über welche Zeitspanne wir hier reden, aber das... Ich war wochenlang. Nein. Ohne zu duschen. Aufhören. Hier, da ist... Oh, der drückt jetzt aber, du. Wie viel Sprit braucht man hier denn? Das scheint ein AMG zu sein. Ich muss mal vorbeilassen, Mercedes.
1,8er Motor drin hier. Ist auch. 3-Zylinder EcoBoost. Und hier bremsen, ne? Ja. Nochmal Gas, wieder bremsen, rüber. Okay. Ja, wieder Gas, nochmal bremsen. Ein bisschen der Tech kommen lassen. Und voll drauf. Okay. Hast du gemerkt? Auf dem Vordermann. War nur komplett falsch, aber. Genau, fahr mir mal hinterher. So, das war jetzt nicht die Ideallinie. Aua. Ah, ich hasse es, ne? Aufs Spiel, ne? Ja, ja. Oh, mitten in der Kurve. Alter. Mitten in der Kurve drin, Alter. Hör auf. Alte Topsau, du. Das ist so ein angenehmer Dialekt einfach. Mein Freund, wir sind da nicht bei Dialekt, wir sind da bei Regionalsprache. Aber noch schlimmer finde ich. Monim! Monim! Regional Slang. So, pass auf jetzt, ja. So. Da müsst ihr jetzt den Gong nicht reintun, sondern Vollgas geben und wenn es grün wird, den ersten Gong rein. Denn den ersten rein, wenn es grün umschaltet oder was? Ja, wenn es grün ist, ne? Aber Vollgas geben. Und vorher Fall, oder dann erst, wenn es auch grün ist oder so? Voll drauf, ja. Ne. Aufstellung umkehren ab P15. Das könnte ich eigentlich schaffen, dass ich dann im nächsten Rennen auf P1 starte. Meinst du? So viele fallen aus? Sonst lasse ich mich zurückfallen und räume da was weg. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ach. Ja? Ja. Wo seid ihr denn? Ach da, guck hier. Hallo Knuti. Ach hallo. Startet ihr eigentlich eine Lichthupe von unten? Nö. Also jetzt gerade nicht, beim nächsten Rennen will ich schon. Aber warte mal, eigentlich könnte ich das machen. Geht los, ne? Jetzt geht's los, ja, hast recht. Habe ich einen Frühstart gemacht? Habe ich? Ich habe einen Spätstart gemacht. Gibt's dafür auch Strafe? Oh, wo wollt ihr denn hin, Leute? Hier bin ich. Nein, ich habe mein Radar gar nicht an. Ich habe auch kein Radar. Sieht nicht so gut aus im Stream. Ich glaube, Schreinski ist neben mir. Jetzt nicht mehr. Also schon mal als Entschuldigung, ich habe kein Radar. Ich auch nicht, geht nicht. Ich habe euch nicht auf dem Radar. Dann musst du immer hinter mir bleiben, Dennis, du weißt es, ne? Kein Front. Hätte hier schneller gekonnt? Okay, hier auch. Aber nur 1 km/h, glaube ich. Oh, sorry. Ich habe es aber wirklich auch aus Respekt jetzt ins Mikrofon direkt gemacht. Es ist ein Weiß nicht, was das liegt aber an dem Kaffee, ne? Ja, der Kaffee, richtig, ja. Warum hast du den auch nochmal durch den Soda-Max gezogen? Uiuiui, wo bist du denn? Ich hab's gesehen. Boah, das waren Kahnreflexe. Das waren doch richtig Reflexe. Das waren richtige, das waren schon Reflexionen. Boah, da fährt einer rechts rum, auch nicht schlecht. Linkskurve biegt rechts ab. Was ist denn passiert? P15 ist in Sicht. Geil. Der 16. Also in mir reift ja der Entschluss, die nächste Saison bei The Virtual Racing tatsächlich mit GT-Fahrzeugen zu fahren. Denn ich habe festgestellt, dass ich das einfach nicht kann. Und ich habe die Hoffnung, dass ich es vielleicht irgendwie mal lerne oder so. Ich meine, irgendwann muss man das doch mal lernen, oder? Das stimmt, ja. Das hat, glaube ich, eher mit Talentfreiheit irgendwann zu tun. Hey! Ja, ich kenne das doch! Du bist ja auch noch beleidigt, ey. Erwischt! Oh, was macht der denn da? Ich glaube, ich muss in die Box. Oh, ja. Ich bin hin. Also mein Auto auch. Tja. Sag euch was.
Ich will gar nicht so weit nach vorne, dann stehe ich ja im zweiten Rennen so weit hinten. Das ist auch eine Logik, das stimmt. Naja, aber man muss schon mindestens 15. werden, ne? Ich bin war ja letztes Mal 16. im ersten Rennen. Wirklich? Das ist ziemlich dumm. Stimmt, du machst. Ja. In Ungarn durfte ich aus Reihe 1 starten im zweiten Rennen. Und bin dann einmal offline gekommen und jedes Mal ist wer reingestoßen. Und oh, ich bekam eine Cutting-Strafe dann. Nein. Und so habe ich, glaube ich, in einer Runde einfach mal 7 Plätze verloren. In einer Runde. Ah, das macht auch keinen Spaß mehr. Ja. In dem Moment deswegen nicht. Deswegen hat man dann auch wieder... Danke. Deswegen hat man dann auch wieder abgeschaltet hier, ne? Ja, macht auch Sinn. Also ich habe gerade leider den Jorora abgeräumt. Das tut mir echt leid. Ach, passieren. Ja. Ich bin auf jeden Fall letzter und fahre weiter. Ich gehe nicht in die Box. Sehr gut. Ich fahre als Schrottklumpen weiter. 77 Sekunden Reparaturzeit, das ist jetzt Rennen vorbei. Als Schrottklumpen. Könntest du vielleicht die 11 Autos vor mir aufhalten? Das ist aber wirklich eine fiese Aufgabe. Das schaffst du nicht mal mit einer miesen KI. Ah, die Mausefalle hatte mich. So, Platz 20 von 20, noch 20 Minuten, wenn das kein Zeichen ist. Ah, ich sehe da die Autos schon wieder da vorne. Ist doch... Ach, bitte. Sorry. Ja, das ist doch gut. Macht mir doch keine Angst hier. Gain on this car. Oh nein. Oh. Das ist echt spannend. Vor einem, hinter einem, überall drehen sie sich weg. Witzig, ich bin nicht mehr letzter. Ha. Wer ist es jetzt? Ich müsste nachlesen und scrollen. Ich glaube, ich das wieder machen? Danke. Ja, lass es. Nee, Chat. Okay. War auf jeden Fall ein KTM, ne? Genau. Ja, der fährt den auf diesen Events immer, ne? Den KTM. Ah ja. Vorne sehe ich die nächsten beiden. Läuft. Oh nein, kann man nicht überholen. Vor der letzten Kurve. Muss ich nur trauen, Dennis. Ich hab's versucht. Aber Peter hat gesagt, nee, mir nicht, Junge. Diese Dreiergrüppchen vor mir. Hallo. Ich glaube, ich bin gleich wieder letzter, weil der KTM hinter mir den Unfall hatte, viel schneller ist als ich. Upsala. Die gehen ja ganz schön ab, die KTMs, ne? Mhm. Ah, ich glaube, für die Strecke auch ein gutes Auto. Hättest du das mal, diesen Satz vielleicht mal einfach mal eine Woche vorher gedroppt. So viel Verstand traue ich dir auch so zu. Ganz ehrlich, ich suche mir danach nicht die Autos vor. Aus.
Ich muss ja irgendwas haben, wo ich drauf schieben kann, weißt du? Ja, das kenne ich. So ist es. Ah, wir fahren alle die ähnliche Taktik, ich sehe es schon. Der BMW ist hier auch total das falsche Auto. Total. Ja, ähnlich schlimm wie der Benz, würde ich sagen. Ja, habe ich auch gehört. Also jetzt mal ohne Mist, der KTM hinter mir ist echt viel schneller, den lasse ich jetzt passieren, ehrlich gesagt. Nee, mach das nicht, der wirft den weg, wenn du ihn nicht vorbeilässt. Das habe ich gerade auch so gemacht. Aber ich glaube, der ist so oft einfach nur am Rollen, dass wenn er schneller ist... Ich habe ihn vorbeigelassen. Och ja, der gut. Der meint's ja nur gut. Der tut allen gut. Entliegt im Namen. Steigert meine Wut. Hast du eigentlich schon mal irgendwelche Sprüche über deinen Namen gehört oder so, ne? Nein, eigentlich nie. Weil Knut ist auch ein Name, der eignet sich halt überhaupt gar nicht für solche Spielchen, weißt du? So wie bei meinem. Genau, Penis. Dennis. Ganz tief in der Niveaukiste gegraben. Übelst mega. Das ist eigentlich noch besser als Tennisschuh. Da lacht der jedes Mal. Ja, was hat dir das? Ich find's lustig. Du, wenn du so mit mir sprichst, finde ich das irgendwie ganz toll. Mhm. Das war ja der Grund, warum wir heiraten wollten. Hä? Ach so, cool. Ich krieg von hinten auch schon wieder KTM-Besuch. Krischer Bädorf. Timo, schieb ihn raus. Ja, da eignet sich das für. Ja, aber mach's nicht. Das ist doch sowas, mach ich nie. Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch von, ne? Fairness und so weiter. Da haben wir dich auch ganz hoch gelobt. Ja, letztes Mal hast du was ganz Nettes über mich gesagt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ist ja auch so. Haben wir ihn nicht beleidigt die ganze Zeit? Wir dachten, wir machen es, aber es kam gut an. Nein. Ja, es geht ja auch um P15 hier, also irgendwie. Ja, du hältst dich da gut. Deswegen so ganz kampflos kann ich das hier auch nicht aufgeben. Nur weil ich keine Motorhaube mehr habe. Der braucht die maximale Kühlung. Ah, der haut mir echt ab da vorne, ne? Brown? Oh, ich wollte schon immer mal so eine Herzschlag-Messgerät tragen, weil gerade hat das einfach aufgehört zu schlagen. So schlimm. Aber es schlägt wieder, oder? Ja, gerade wieder angefangen, gerade wieder angefangen. Okay, okay. Sonst muss man ja diverse Sachen machen, wie Motu. Ah, ich sitze am PC. Defibrillieren. Ferndefibrillation. Wieso blinkt mein HUD nicht? Das geht nicht. Du fährst ein Auto, wenn du musst ja nicht blinken. Tja.
Alles schön, wenn eine Mutkurve der Text so ein bisschen kommt und dir die Gefahr nimmt, dass du so einen Kurvenaußenrand ansteuerst. Finde ich total geil. Ja, das stimmt. Das ist nice. Der Ohren-Joe. Ja. Irgendwie habe ich gedacht, es fallen mehr Leute aus, so. Nicht nur Knut. Genau. Hey, das bringt uns nichts, was du machst, Knut. Entschuldigung. Ich bin 2 Sekunden langsamer auf eine Runde, also vielleicht sollte ich doch in die Box gehen, ich habe keine Ahnung. Ey. Wie lange ist denn noch? 2 Sekunden langsamer als wer? Als Leo Kümmer? Meine... Ja. Nein, so. Nein, als meine beste Runde. Okay. Gut, der Sieg wird dir jetzt nicht dein bleiben, ne? Nee, aber... Scheiße, ich hätte vielleicht direkt nach dem Schaden rein... Weil ich wollte schon noch angreifen, aber mit diesem kaputten Auto komme ich halt auch nicht mehr vor, ne? Hm. Das ist es. Ordentlich, verstehe ich. Eigentlich gedacht, dass es damit geht, ja, aber... Nee, eigentlich nicht. Gelbe Flagge, direkt mal noch mehr Gas geben, wenn man vielleicht einen kriegt hier. Ist auch nicht richtig, ne, oder? Oh, gelbe Flagge muss den Attack-Mode aktivieren. Das ist der natürliche Reflex. Ja. Okay. Ich hab das Gefühl, dass mir so ein bisschen Downforce fehlt einfach. Also so ein bisschen was. Mhm. Runterkraft, weißt du? Dieses ganz, ganz wichtig. Hast du noch deine Motorhaube wegen dem Setup? Die brauchst du dafür. Gut, hast du die noch? Ich hab meine Motorhaube verloren, leider. Ja, das erklärt einiges. Ohne geht's nicht. Aber das Schiebedach habe ich noch. Dann musstest du das aber auf Stufe 2 stellen. Warte, okay, erledigt. Ich bin noch nicht letzter und das mit einem kaputten Auto. Bitte ein bisschen mehr Respekt für den Knie. Wir respektieren dich. Oh, klingt sehr glaubwürdig. Ja. Ist so. Hui. Mal, dann müssen wir mal ein bisschen hier abseits der Strecke fahren. Oh, jetzt habe ich aber tatsächlich meinen Bremspunkt verpasst. Kommt eigentlich gar nicht vor bei mir. Was sonst mal so konstante. Mhm, richtig, genau. Sehe, du hast mich schon öfters mal beobachtet. Ja. Bist du Talent Scout? Kann das sein? Wer? Talent Scout? Ja. Ich bin Talent Scout. Ist das ein Vorname oder? Das ist mein mexikanischer Name, Talent Scout. Ja, okay. Hallo, Talent Scout. Mexikaner. So wie Terence Hill, ne? Falls das einer nicht verstanden hat oder so. Erinnern Sie sich.
Alter Schwede. Ist hier irgendeiner Schwede? Nicht, dass ich euch beleidige die ganze Zeit. Hörst du es nicht in meinem Namen, oder was? Knüt! Wirft man da nicht die Weihnachtsbäume aus dem Fenster? Den hat er auch noch nie gehört, glaube ich. Nee. Brandneu das Ding. Aber immerhin habe ich die Schweden-Connection getroffen. Ja. Wir hatten mal so einen Schweden-Cup-Race von, weißt du noch, Timo? Oh, furchtbar. Bin ich nicht mitgefahren, weil das las ich schon so schlimm. Eigentlich geil irgendwie. Mit den alten Porsches war das, ne? Ja, das war lustig, das stimmt. Das hat echt vieles gemacht, sage ich mal. Ja, das war cool. 3 kurze Sprintrennen mit Reverse Grid und einen Schnickschnack. Ja. War das auch vorher? SRC. Ja. Es ist doch noch Training hier, oder? Qualifying ist das, oder was ist das jetzt hier? Ich bin die ganze Zeit alleine auf der Strecke. Das hier ist jetzt offenes Fahren. Ah, dann der also Track Day, ganz normal. Okay. Aber wenn Rennen wäre, würde ich natürlich meine Motor wieder draufpacken, ne? Nee, brauch's nicht. Okay. Aber das lohnt nimmer. So richtig Rock'n'Roll ist ohne. Tja. Oder wer hat dich? Der Krischer. Der Krischen. Ja. Jetzt bist du vor mir, Timo. Jo. And gaining. Ich fahre zu langsam, um dich irgendwie nur annähern zu kriegen. Position Edition, sag ich. Ja, du bist ja auch vollkommen kaputt. Beängstigende Ansage. Als ob der ein Auge auf einen geworfen hat. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Beckmarkers Racing. Eieiei. Musst du durch. Das Wort für rausfliegen? Outblower? Outflyer oder so? Ja. Outflyer, richtig. Ja. Der Timo kennt doch da jemanden mit linguistischen Kenntnissen. Ja. Wie gesagt, fragt mich, ich antworte euch. Okay. Viel gelernt. Ich muss ja ehrlich zugeben, Oh nein. Macht mir auch ein trotzdem Gang Spaß. Zu hoch, ja. Hier auf jeden Fall. Die Karren machen einfach Laune. Und die Strecke auch irgendwie zu fahren. Ja. Die Strecke ist geil. Also man hat immer so das Gefühl, man hat immer einen Gegner, wenn es die Strecke ist. Oder das Auto. Allerdings. Ja. Sprache so fliegt raus. Nein. Komm wieder. Oh, jetzt habe ich noch was schön quergestellt hier. Oh, ich näher mich auch dem Turn Angle. Ja, genau. Allerdings in vertikaler Richtung. Ciao. 2 Runden noch, wa? Für dich vielleicht. Ja, für mich noch 17. 2,5. Na, ganz so schlimm ist nicht. Wäre also ja noch das Sahnehäubchen, wenn heute noch die Track-Limits an wären. Mit Bestrafung. Dann würden wir alle nicht sehr schnell fahren, ja. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel hier. Zu cutten. Ja, ich glaube auch. Manche trainieren ja nicht das Fahren an sich, sondern trainieren das Track-Limit auszureizen. Ja. Ja.
Also ich kann es euch sagen, aus eigener Erfahrung, es lohnt sich nicht, einen Unfall zu bauen und damit irgendwie versuchen, Gewicht zu sparen wegen der Motorhaube oder sowas. Ne? Okay, lohnt sich nicht, okay. Also nicht abfahren oder so. Ganze, dieser ganze Carbon-Kram. Ja, Mensch, schade. Es war ein Versuch wert, gehabt. Ja. Ja, genau. Ja. Alter, ist das bitter, ey. Bitter. Ah, bitter. Aber es ist bitter, hey, sehr. Ja. Es ist aber auch wirklich anstrengend, hier zu fahren, weil du halt durchgehend wach sein musst, ne? Ja. Gerade habe ich den Patrick von SpongeBob vor Augen gehabt, als du das Geräusch gemacht hast, Dennis. Den habe ich mal synchron gesprochen, ja, das Fernsehen. Ja. Moment, der beste Freund von SpongeBob. Damals, so. Einer von den guten Jobs. Genau. Yeah, P16, komm jetzt, Timo, dranbleiben. Geil, komm, hol dir noch einen. Einen noch. Den Ohren, Joe. Den Ohren, Joe. Ah, der ist echt schwer in Ordnung. Oh, so. Aber den kannst du ja trotzdem. Weil heute sind wir ein Team. Ich würde gern. Aber der fährt auch gar nicht so langsam, ne? Nee. Den habe ich bei mir in der VR-TM als Gegner ständig. Stimmt, da fährt er auch. Das war das Ziel, vor ihm ins Ziel zu kommen immer. Nein! Oh doch. Was ist das? Ja. Hä? Ach, bin ich froh, wenn ich wieder Downforce hab. Nee. Brauchst du nicht. Elfter. Elfter. Boah, oh, geil. Das. Geil, oh. Schmeere noch auf 19 rum hier. Ja, aber irgendwie auch nur geschenkte Plätze, glaube ich. Ging mir auch so, ich habe nicht ein Überholmanöver gesetzt. Ja, vielleicht eins. Eins vielleicht. Das Schlimme ist, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das nächste Rennen besser fahren würde aus Gründen der Streckenkenntnis oder so. Das ist das. Nee. Hast du jetzt auch nicht lernen können, ne? Nee, nicht wirklich. Als wie viel da startet man jetzt? Muss ich mal zurückzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Bei mir ist es einfach. Ich starte von fast hinten. Aber ey, Best Lap Driver 1,41,5. Meine Best Lap 1,44. Ach du Scheiße. Hey. Das sind über 3 Sekunden. Ach, Scheiße, es fehlt mir ja vorne alles, also. Sehr gut. Ach du Kacke. Boah. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen mehr Sprit, ne? Ich würde jetzt 49, ja, 50 Liter würde ich reintun. Okay. Mach ich 52. Ich mach 53, das ergibt 22,2 Runden. Das ist irgendwie angenehm. Beim Benzt. Wie kriege ich denn den vorne ein bisschen stiffer? Ich mach mal ein bisschen weniger Stabi, würde ich sagen, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich mach irgendwas. Ich mach gar nichts, weil wenn das Kacke ist, dann ärgere ich mich. Ja, aber du hast ja Low-Speed-Druckstufe auf 5 zum Beispiel von 180 gestellt. Du hast aber anscheinend keine Ahnung. Wie jetzt? Ja, aber Zugstufe auf 8, Druckstufe auf 5, ja. Ach so, keine Ahnung, aber Druckstufe auf... Ja, läuft. Ist eine gute Erklärung. Ich werde Teufel tun, jetzt irgendwas ändern. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, Junge. Ja, sicher. Aber mach ruhig. Mach, ist kein Problem. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte dich auch nicht aus, wenn es richtig scheiße ist. Du hast ja eh keine Eingewöhnung in die eine Richtung, dann. Es kann auch nicht schlimmer werden. Außerdem hast du ja auch noch eine Minute 57, um dich dran zu gewöhnen, wenn ihr jetzt auf der locker ja, einfahren. Das Problem ist aber, dass ich Penissen, also pullern muss, also Urinat auspressen muss. Urinat, da sind wir wieder. Im Urinalium.
Ups, ich jetzt. Ja, geh besser. Einfach laufen lassen. Ah, Hilfe. Bist du erkältet? Nö. Klingt das so? Nee. Okay, weil... Ich wollte nicht sagen, dass du einen Raucherhusten hast. Ja, das ist allgemein bekannt. Achso. Das O in Timo steht für Raucher. Deep gedived. So, erstmal Flügel runter. Braucht man hier eh nicht. Man fährt ja so langsam. Ja, ich glaube, Flügel ist ja... Boah, da scheint... Oh, geile Grafik. Alter. Wenn ihr gleich im Sauwechsel seid, scheint euch schön die Sonne entgegen. Toll. Also, wer sagt, Race Room hätte eine scheiß Grafik, ne? Keine Ahnung. Du bist geflasht, im wahrsten Sinne. So, warum funktioniert denn hier eigentlich mein HUD nicht so richtig? Das könnte ich doch nochmal eben ausmachen und nochmal anmachen. Shutdown. Wo ist es? Ah, auf dem falschen Bildschirm. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung davon, wie man GT-Autos fährt, ne? Das ist mir ähnlich. Oh, es blinkt. Jetzt wird's wild. Nicht, dass ich deswegen schneller fahre. Mein HUD blinkt wieder. Ach so. Ich bin hoch erfreut, deswegen. The famous cool. HUD blinking. Ja. Cool, freut mich. Jetzt kann ich wieder. Ich hab das Gefühl, dass du das nicht ernst meinst, Dennis. Doch. Höre auf. Warum haben wir hier eigentlich keinen Full Reverse Grid? Ja, das wäre geil. Hätte ich auch. Verstehe ich nicht. Eigentlich ist das doch. So. Ja. Dann holt man doch wirklich mal alle ab. Ja, die letzten 5 sind halt immer Schmutz, weißt du? Ja, wir sind nichts wert. Und P16 kriegt noch eine goldene Ananas. Mhm. Aber eine, die schon genutzt wurde, wollte ich sagen. Aber auch von P16 kannst du auf P8 so nach vorne fahren. Ja. Habe ich doch letzte Woche genauso gemacht, das kriegst du hin. Ja, aber das befriedigt mich ja nicht. Ja, die Strecke war genau die gleiche eigentlich, ja. Ja, boah, Salzburgring war echt entspannt. Immer mal laufen lassen. Ja, das stimmt. War überhaupt nicht stressig, ne? Und hier nur am Lenken in einer Tour, so. Rudern, ich habe schon gedacht, ich wäre im Kanu unterwegs. Ja. Wie war das nochmal? Gas geben, bremsen, links, rechts? Erstmal Licht anschalten. Licht ist wichtig. Was ist das eigentlich, wenn man jetzt einfach mal eine Minute vorher losfährt direkt? Geht nicht, ne? Wieso habe ich eigentlich meine Ampel aus? Die Timo, gleich rausgezuckt, die hast du gesehen? Ja. Geil. Eiskalt. P15 für Rennen 3. Rennen 3? Ja, ich brauche ein Ziel. Achso. Ja. Lustiger Molch, du. Timo. Hallo. Ui, hm? Immer in Action. Voll interessant jetzt mit auf einmal Downforce auf der Front. Ah, wie soll ich Suspension Damage? Was? Weil du ein Rabauke bist. Du über den Körper gewammst. Rabauke. Nee, ich hab einen auf die Seite gekriegt. Aber das davon schon so ein bisschen. Ja. Hab dir gleich gesagt, du sollst einen Skoda holen und nicht so einen blöden Benz. Hält nix aus, die Karre, Mann. Gar nichts. Nix wert. Geht mein Licht, Timo? Frag nur. Oh ja.
Oh, jetzt hätte ich fast den Schreinski über den Haufen gefahren. Das war der Stefan. Ah. Den Stefan. Ja, ja, ja. Aber ich wollte nur gucken, ob der wach ist. Boah, wie viel Rasen die mitnehmen? Die sind ja irre, Alter. Innen oder außen? Ich leider außen, die aber innen. Innen, ja, ja. Aber richtig übel. Ja, ja. Weißt du, 1 Zentimeter genau. Reifen noch auf der Linie hier. Oh, geht der gut hier drüber. Oh. Okay, hier sind nicht. Voll das Getümmel hier vor mir, meine Fresse. Ja, presch da mal ordentlich rein da. Ja? Soll ich reinmachen? Reinmachen. Mach ihn weg! Boah, hier schieben sich zwei. Mal gucken, was ich da rausholen kann. Wahrscheinlich nur ein Schaden. Immerhin, nicht ganz ohne irgendwas da rausgehen. Hat den Alos, den überholst du da draußen rum, oder? Weiß nicht, wer es war mit dem BMW, auf jeden Fall ist er jetzt hinter mir. Ah, der Falsche. Oh, wo fahr ich denn lang? Wie interessante Linie. Du hast wenigstens so weit wie eine Linie. Jede Runde eine andere. Das nennt man Variabilität. Soll ich euch mal was sagen? Okay. Ich bin immer noch Dritter, ich verstehe nur nicht warum. Du bist Dritter, du Hupe! Echt geil, Alter. Ja. Wehe, du gewinnst das nicht auf Platz 3, hä? Oh, Mann. Da kloppt er dich nachher, da kloppt er dich doch. Da gibt's was auf dem Arm, Freundchen. Oh, da gehen sie beide weiter voll. Und der Rottmann stößt eiskalt innen rein. Nee. Nee. Nö. Eis heiß? Nee, wollte ich jetzt nicht. Also ich möchte nicht so einfach gewinnen, weißt du? Ja, ja. Stimmt. So ein Überholmanöver, das muss schon so gesetzt werden, dass es demütigend ist, ja. Anders fahre ich nicht dran vorbei. Nein. Mindester Anspruch. Ah, Matthijsen, hast du wieder einen entsorgt? Ich hab nichts damit zu tun, er hat sich leider verbremst. Sagt einer, der jede Runde in eine andere Linie fährt. Mach ich aber auch. Wobei, jetzt habe ich die ganze Zeit hier mal so die Vorfahrer adaptiert und ja, da ist einiges drin. Was? Burga! Hurga, oh. Hurga. Ungarisch auch noch, ne? Ja, ja. Ach, wir waren schon in Budapest. Du gehen dahin. Das war tschechisch, Otto, oder? Otto. Oh, jetzt ist Lido hinter mir. Muss mal ein bisschen Sitz hier vormachen, ich sehe ja gar nichts. Oh. Und noch eine. Gelbe Flagge. Ich mag gelbe Flagge. Mhm.
Wow! Ah. Hallo, wa? Ja. Hier einfach weg zu. Ah. Naja. Guten Abend, Markus. Markus Schieferdecker, sagt euch was. Ah, Markus. Ja, grüß dich, Markus. Ja, grüß Gott. Grüezi. Grüß Gott, Herr Schieferdecker. Oh, so, das ist ein Berliner, ja. Ist das, glaube ich, der Markus. Ja, ich kann aber kein Berliner Gruß. Aber ich mag Berliner. Also so ein Punschballen oder so. Also du meinst jetzt das Gebäckstück oder was? Ja, sicher. Punschballen? Das ist mir neu. Berliner Punschballen halt. Habe ich noch nie gehört, ja. Berliner sind mir wohl ein Begriff. Eieieiei, das war ja fast. Har, har, har. Der Herr Krippner. Der Herr Krippner. Lotus? Junior. Ja. Ah. Mal gucken, wo der ist so auch schnell, hab ich mal gehört. Ja, der kämpft hier mit Knut und mir, das sagt doch alles, oder? Aber langsam geht hier wieder die Zeit des Einsammelns los. Boah, dass die hier vermeintlich schneller sind. Weil wir doch immer schaffen, in jeder Bremszone einem hinten drauf zu ballern, ey. Das ist ja auch so langsam die Pfeife. Weiß nicht. Wenn ich es wüsste, wäre ich schneller. Sehr gute Antwort, Herr Rottmann. Wie immer. Es ist übel. Dennis, wenn du ein richtig geiles Rennen haben willst, wartest du kurz auf mich. Ich bin jetzt auf P12, hab aber 10 und 11 vor mir. Und dann kann man schön kämpfen zusammen. Ja, ganz ehrlich, dann wird sich von alleine schon so kommen irgendwie. Werden die Anklopfer kräftiger? Kriegst du eine Blue Flag? Warum? Das war ich jetzt komme. Nein. Wieso kriegst du eine Blue Flag? Das ist doch Quatsch. Martin will heute aber auch einfach nur die Aufhängung vom Porsche zerstören, glaube ich. Gelb bitte. Ja, gratis Platz. Stopft den Lotus in der Wand links. Hat da einer einen Lotus in der Wand versteckt? Oh, was wird da alles?
der Gretschel dir. Der mich das erste Rennen in Salzburg gekostet hat. Da war ich wirklich nicht gut drauf. Wegen unsafe Rejoin einfach in die A-Linie reingerollt. Oh, das hat er gerade, also der blaue Lotus war das gerade. Ja, das. Ja, ist gerade wieder passiert. Aha. Ich habe übrigens wieder meine Motorhaube verloren gerade und mich gedreht. Doch, dein Ernst. Noch da steht er, da ist er! Matthijsen! Ganz ehrlich, ich hab jetzt hier langsam gemacht, damit wir hier fighten können. Was machst du? Seit Rennbeginn! Echt, ey. Ich warte bis. Ich habe zu viel gequatscht, ich habe mich nicht konzentriert, ehrlich gesagt. Weißt du, ich war Dritter und dann. Jetzt bin ich Sechster. Weil ich auf dich gewartet habe, habe ich drei Leute durchgelassen. Doch... Ich nehme es halt auch nicht so ernst, ehrlich gesagt. Ja, unbegreiflich. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Oh, da ist wieder einer abgezwirbelt. Mal gucken, wo ich jetzt ohne Motorhaube rauskomme. Ja, das Rennen geht aber auch noch mal 10 Minuten länger, ne? Oh nein. Oh. Jetzt geht einem die Spritlampe an. Was ist denn mit dem Martin los? Warum fährt denn der so langsam? Was ist denn mit Martin los? Martin los. Martin, I love. Je besser komme ich hier ohne Motorhaube klar, das ist doch perfekt. Man sieht auch mehr an den Bergaufstücken, oder? Es ist so, es ist ganz einfach so. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt so Karren bauen mit Motorhauben. Auch das schräg hängende Lenkrad, das passt viel besser zu meinem Lenkstil. Kannst du auch einhändig besser fahren, wenn du ein offenes Wheel hast? Ja. Weil wie willst du sonst die Hand oben auflegen, ne? Das ist so. Also ich muss auch sagen, seitdem mir der Christian auf die Seite gefahren ist und das Ding quer steht hier in der ersten Runde. Grüße gehen raus übrigens. Soll ich ihm welche bestellen? Ich fahr direkt hinter ihm. Bestellen die. In der nächsten Bremszone. Oh, da hat's den aber auch ganz schön geledert, wa? Zwölfter? Ich morse dem erst einen Rottmann, damit er versteht, warum. Sagt er, was soll der Driss? Aber er dreht sich auch schon wieder. Er dreht sich, er hat sich gedreht. Das ist immer wieder spannend, die Schikane. Sorgt für Unterhaltung. Also, ja. Ich habe vier Autos im Blick, 1, 2, 3, 4. Da fehlt schon noch einer. Wo ist denn der Platz 1? Der ist echt abgehauen, ey. Der macht sich nach vorne aus dem Staub. Auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Ach, so geht der ganze Spaß flöten. Nee. Das ist der Kevin Meyer, großes M. Großer Kevin. Genau. Bestimmt auch noch nie gehört. Nee. Was da ist so Dinger, die wir erfinden, das ist so geil. Das ist irre. So im Stream, also diese Gemüssen ins Fernsehen. Das ist eine reine Live-Performance. Ja, ist so. Oh hier, zwei Gratisplätze. Ich hab's eben noch zwei Gratisplätze. Noch einer. Drei Gratisplätze. Hurra, ich bin Dritter. Oh, vergessen zu schalten, aber ist auch egal. Ey. Das kann vor Freude mal passieren. Ja. Wenn das kleine Herz hüpft. Oh, echt? Dafür habe ich direkt mal drei Dinger hochgeschaltet im ersten Mal. Übrigens Dritter. Das hat mich fast überschlagen. Daher kommt das Sprichwort, der hat sich überschlagen vor Freude. Ja. Och, jetzt ist der Joe schon wieder vor mir. Der hat sich das mit der Pole Position für den gar nicht gelohnt. Ach nee, der war gar nicht auf Pole, ne? Wer war denn ganz vorne? Weiß auch gar nicht, aber der war auf jeden Fall weit vor mir. Einer von denen. Ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung, wie man diese Karre hier fahren muss. Warum drei rum ist so geil, Alter. Gleichzeitig das Gas und Bremse. In einer Tour. You deserved it.
Knuts rennt. Jetzt hätten wir das Crewschiff hier. Wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, der Knut wäre so ein richtig krasser Checker hier. Ist er doch auch. Ist er? Ja. Und meine Spotterin, auf die höre ich aber aufs Wort, das glaub mal. Die hat eine Spott für dich übrig. Ja. Davon lebt unsere Beziehung. Jetzt fängt der Herr Hillmann an, Stress zu machen hier. Mit dem hast du dich letztes Mal gekabbelt, ne, Dennis? Ja, so ungefähr 34,5 Minuten. Aber hat gepasst, also bis zum Ende. Der ist auch am Stream. Achso, okay, cool. Ja, ja, hat er doch letztes Mal am Forum auch geschickt, den Ding. Du ignorantes Stück, du. Ach, ich kann doch nicht lesen, was. Oh, ich krieg, glaube ich, gerade meine Retourkutsche für die vielen Rammstöße aus Ungarn. Okay. Ich habe mir das heute mal angeguckt und ich muss sagen, Mann, fahre ich asozial. Oh Gott, jetzt schmeiß ich mich auch noch weg vor Lachen hier. Nee, ich fahr die gute weite Linie. Das Duell möchte ich im Stream sehen. Die hinter mir wahrscheinlich völlig ausrasten, die Jungs. Den ist der Unüberholbare. Das ist so schön. Aber es kostet uns alle viel Zeit. Ist ja das Schöne da dran. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Überholmanöver gehabt. Durch Dreherform, ja. Also wirklich, das ist ja extrem. Ich habe noch nie so viele pariert. Ja, jetzt krieg ich Stress hier. Jetzt krieg ich Stress. Die randalieren. Dann doch angestoßen, Schnauze voll. Wer auch immer. Ja, die schnappe ich mir. Sind sie vorbei oder was? Ja, ja. Okay. Das ist mir scheißegal, den lohne ich mir jetzt. Richtig so, Ziel setzen. Wisst ihr, was ich mir jetzt nämlich überlegt habe? Ohne Witz jetzt mal, ne? Hm? Wenn ihr nicht bremst in der Kurve, dann fährt das Auto schneller. Der Nefton wäre stolz auf dich. Ach, der ist toll. Der war, glaube ich, Ami, ne? Ja, genau der. Ist das nicht der, die Formel 1 Autos für Williams konstruiert hat? Adrian Nefton? Adrian Nefton, ja.
McLaren. Guter alter McLaren. War das nicht Rost Braun? Das sind wirklich die ganz hochgradigen Witze hier. Vater, ich tu mich schwer gerade. Oh, das ist das bitter, ey. Nicht nur mit dem Fahren. Rost Braun. Das ist übrigens der Stiefsohn von. Jetzt wird's schlimm, jetzt wird's schlimm. Achtung, lass raus. Ich dachte an Werner von Braun. Ja. Treffer. Versenkt. Wernher. Peter Krippner ist aber auch schnell, ey. Alter Schwede. Ja, der Porsche geht hier, glaube ich, auch ganz gut. Nee, der Benz ohne Motorhaube, der geht richtig gut. Der Benz ohne Motorhaube ist das höchste der Gefühle. Der ging für mich ging gar echt? Nicht, der Porsche. Ja, vielleicht war ich da noch blöder als im Benz. Kann auch sein. Wie, du probierst einfach einen Porsche, ohne das mit mir abzustimmen. Dann hätte Knut sein T-Shirt angezogen. Gibt's doch gar nicht, genau. Einfach aus Solidaritätsgründen. Der Dennis, der fährt gerade Porsche, doch. Das gibt's. Das hier bin ich. Bin nur noch Sechster, ich glaube, ich höre auf. Ja, es lohnt sich überhaupt gar nicht. Mach verkauf das nicht. Den Shit ich und dann, verstehen. Tschüss. Dann hat's ein Ende. Ja. Schick mir das Zeug rüber, ich verkauf's für dich. Gewinn minimierend. Zu Niedrigstpreisen. Discounter Matheisen, der 1-Euro-Shop. Deswegen hat er auch einen Jaguar vor der Tür. Warte. Jack. Wo machst du denn eigentlich nicht mehr? Hat nur das Ball, eben noch mal. War ein Leasing. Achso. Ja, nö. Vertragsgebundene Freude nenne ich das. Ich sag mal so, ich brauch kein Auto und grad nix, ne. Grad Fußgänger. Oder Rollerfahrer. E-Roller wenigstens. Scooterst du wieder? Ja. Hast du dir wieder einen gekauft? Nee. Also wenn ich Roller fahre... Auf Leihbasis. Ja. Ja. Gibt doch diese Leimroller. Die sind auch gar nicht so teuer am Tag. Ja, die kann man sich leimen. Leimen. Ist das nicht bei euch in der Nähe, Leimen? Ja. Jetzt wird's wild. Boris Becker. Ja, auch in L. Genau. Aber jetzt ist er nicht mehr so oft da. Den fand ich übrigens gut. Der ist so scheiße. Also nicht Boris Becker, sondern mein Witz. Nee, mega. Richtig gut. Wirklich. Oh Mann, der Arme. Der ist Rumbums Boris. Rumbums Bombele. Halt Kopf ein bisschen zu oft im Netz stecken bleibt. Ich glaube aber auch wirklich, dass da Geier auch mit im Spiel waren. Und seine Blauäugigkeit kommt dazu. Ja, immer. Ist es, glaube ich, immer. Weil, so... Ich glaube, da müssen auch kluge Köpfe hinterstecken. Mhm. Ja, ich sag mal, das ist ja... Irgendwo ist das Geld ja. Meist ist es nicht weg. Es hat nur jemand anders. Ist so. Was ist denn mit dem Karren los? Der rutscht ja jetzt ständig hinten rum. Ist ja komisch. Nein! Oh. Sauberer Einschlag. Oh. Das ist nicht gut. Ja,
Mit dir kann ich vielleicht noch ein Rennen fahren, das geht vielleicht noch. Siehst du den motorhaubenlosen Matthijsen hinter dir? Ja. Ich habe keinen Downforce vorne auf der Front. Ein riesiges Loch. Und ich habe meine gesamte linke Achse ist verbogen. Eine richtige Breitseite gerade links in die Bande gerutscht mit beiden. Vorne und hinten. Okay. Deswegen, ich fühle in den Kurven nicht so viel. Wenn ich mich drehe, schieb mich bitte gerade. Ich versuch's. Hast du die Erlaubnis, mir auf die Vorderachse zu fahren dann? Nun, schieb ihn raus. Komm nicht mit hier, mit seiner Cordon Speed, weil mir einfach vorne alles fehlt. Ja, das hat mir der Falle noch erzählt. Hat sie das wirklich gemacht? Gibt's doch gar nicht. Weil nichts ist da ja nicht. Ich meine, er ist ja sehr dünn und kurz, weißt du, aber... Oh, hallo! Hallo. Ey, Knut, der hat mich angeschoben. Das reporte ich. Das reporte ich. Bist du ein Reporter? Reporter. Ich hab dich nicht berührt, Timo, ne? Nein, nein, überhaupt nicht. Uff. So wirklich Spannung auf der Lenkung ist hier auch nicht mehr. Grad vorne rechts. Oh Gott. Was? Ja. Hast du noch ein anderes Setup als ich? Ja, ich hab ein anderes Setup. Ich hab eine Stoßstange und keine Motorhaube, Dennis. Meinst du, daran liegt das? Nee, ach was. Hast du eine viel bessere Kühlung jetzt? Nee, okay, ich war bloß zu fragen. Ich weiß es ja nicht. Ja klar liegt das da dran. Ich hab keinen Downforce vorne und überfahre das Auto ständig in jeder Kurve. So. Also ich überfahre es auch natürlich so, klar. Auch mit Spoiler. Aber so wirkt sich das, glaube ich, noch schlimmer aus. Spoiler. Entschuldige bitte. Flap. Splitter. Ja, wer weiß, vielleicht hätte ich bei der Fahrweise auch einfach mit dem ganzen Auto so viel Grad. Ich weiß es nicht. Wie lange geht denn das hier noch? 3 Minuten 50. Da gehe ich mir noch ein Eis holen, echt. Draußen jetzt, oder was? Draußen, ja. Meine Kühltruhe gibt leider keins her. Ah. Und dann habe ich was zur Frustbewältigung, wenn ich mir den Stream von Thomas angucke. Ich habe null Frust, auch wenn ich hinten rumdüse. Es macht mir einfach auch trotzdem Spaß. Ja, ich habe auch einfach nur Spaß. Muss ich auch sagen. Ohne euch wäre das was anderes, glaube ich. Dann würde ich mir hier einen abmühen und dann hätte ich, glaube ich, wenig Spaß. Ja, geht mir ganz genauso. Aber mit euch ist geil. Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist das Geile, weil ich bin immer dabei, wenn ich fahre. Deswegen habe ich eigentlich immer Spaß. Mit dir selber? Ich erzähle mir auch Witze alleine. Deswegen kannst du so gut mit einer Hand lenken, Dennis. Das andere ist kein Fuß. Irgendwer räumt mich doch bei meiner Fahrweise gleich ab. So schlecht, ey. Aber mit meiner schlechten Fahrweise bin ich immerhin noch Siebter. Was kommt denn als letztes? Nordschleife fahren wir noch, ja, ne? Ja. Yes. Das wird auch ein interessantes Unterfangen für mich. Wird um einiges besser werden als das hier, glaube ich. Dennis, bist du nordschleifentechnisch gerne unterwegs?
Ja, eigentlich schon. Also das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich es kann oder so, ne? Ja, ey. Hallo? Also ich werde da wahrscheinlich ungefähr so unterwegs sein wie jetzt heute auch. Ja, das ist ja immer noch. Das ist ja immer noch ein normales Sim-Racing-Tempo. Auch wenn es Quälerei ist. Knut und ich machen bei einer Classic VLN mit. Hast du auf sowas Bock? Bei Race Room? Hab ich schon gehört. Ja, das Problem war, dass ich da zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zur Hälfte der Rennen oder sowas im Urlaub war. Ah, ein Urlauber. So einer. Ja, aber jedes Rennen, wo du dabei bist, zählt, wenn es nur eins ist. Hm. Ah, wirklich? Wenn es am Ende darum geht, einfach mal einen Gaststart zu machen, wenn was frei ist, ist das ja immer noch cool. Irgendeiner ist gerade aufs Auto gefahren. Ich habe eine blaue Flagge, was bedeutet das? Gas geben, immer Gas geben. Gas geben. Blau heißt Bier ist in Sicht. Ja. Habt ihr das mitgekriegt mit ACC und dem Hackerangriff auf den Server? Oh, ja. Das war ja auch ganz unnice, ehrlich gesagt, ne? Richtig übel. Und das scheint wohl irgendwie seit Wochen zu passieren, ne? Ja. Und ich verstehe, ganz ehrlich gesagt, nicht ganz die Motivation dahinter. Also, jemand, der mich schaden will, da muss ich ja irgendwas von haben, ne? Aber manch wer ist der? Ja, nur Spaß. Was ist die Motivation da? Das ist schon... Ich weiß, aber das ist schon zu groß und professionell, um das nur aus Spaß zu machen, würde ich jetzt behaupten. Aber man weiß es nicht, das stimmt schon, ne? Das ist einfach auch ein bisschen zu gefährlich, weißt du, um das auch Spaß zu machen. Weil die SRO ist ja keine kleine Klitsche, die jetzt auch keine guten ITler beauftragen kann, um dann Backtracing zu machen. Also das sollte man schon können dann auch, ne? Um keine Spuren zu hinterlassen. Glaubst du nicht, dass solche Spasten um sowas irgendwie Gedanken machen? Wenn es aus Spaß passiert, dann nicht. Wenn irgendeine andere Motivation dahinter steckt. Meiner? Ja. Was könnte denn noch dahinter stecken? Das ist eine wirklich gute Frage. Nein, wir wollten in der Zeit aber ein iRacing-Rennen zeigen. Nee. Nein, wir finden Race Room besser, wir machen nichts mit ACC. Nee, auch nicht, nein. Ich spiele das nur gerade so gedanklich durch, entschuldige bitte. Hä? Ich habe keine Ahnung, was dahinter stehen könnte, ehrlich gesagt. Es kann ja auch sonst wer aus der Führungsriege irgendwelchen Stress anderweitig haben, von dem man nichts weiß. Genau. Zum Beispiel irgendwie so ein Verantwortlicher für das ganze Online-Auftreten und für die Infrastruktur zum Bleistift. Ist ja repräsentativ. Hat ja jemand gekündigt oder was? Ju, ich bin im Ziel! Yeah! Nochmal Andrea für die Groupies. Yeah! Wunsch! Scheiße! Was denn jetzt? In der letzten Kurve hier habe ich noch den Stefan Findeklee vorbeigelassen, weil ich mich einfach mal nicht gebremst habe. Ich habe mich noch nicht mal verbremst. Ich habe mich nicht gebremst. Das ist auch eine interessante Technik, um mal noch einen Platz abzugeben. Um mal noch einen. Bescheuert, ey, Neunter. So was Dummes. Ja, hätte besser laufen können, wenn ich mit der Karre klar käme. Ja. Hätte schlechter laufen können. Ja, genau, so sehe ich es auch. Wo seid ihr denn hergekommen? Ich bin Platz 1. Dann bin ich zweiter. Ich bin auf 16, Dennis. Dann bin ich auf 17. Das habt ihr aber gut gemacht. Ja, wir haben das gelöst im Verbund. Ja. Knut hat Team halt auftreten muss, ja. Das ist so. Einer ohne Aero, der andere ohne Aufhängung. Perfekt eigentlich, oder? Also ich sag mal so, ich bin einmal 11. und einmal 9. Das heißt, insgesamt bin ich 20. geworden, ne?
oder? Ganz genau, ja, so muss man das rechnen. Position Krass. Edition. Also ich muss immer wieder sagen, ne? Also keine Ahnung, warum mir das bei den... Und schon wieder ist Race Room abgestürzt, wie beim letzten Mal. Echt? Bei mir diesmal nicht. Bei dir? Keine Ahnung. Nach dem zweiten Rennen Escape drücken, abgestürzt, komplett weg. Ich hab gar nicht geescaped, ich bin einfach... Hast du laufen lassen? Zurück, raus, Enter, aber F12. Ich hab eine manuelle Outlap. Oder ich bin übers Ziel und dann stand Box anfahren und dann habe ich geescaped. Oh. Ja, diese manuelle, das diesmal ist auch die manuelle, die du hast. Das mit der Auslaufrunde, ne? Sorgt für Problems, ja. Problems. Okay. Naja, ich sag mal, wenn das Ergebnis jetzt nicht festgeschrieben ist, dann ist es auch nicht ganz so schlimm mit P16. Aber ich wollte gerade sagen, ehrlicherweise ist es bei den AMS-Rennen so. Ja, Knut, jetzt AMS ist deine Chance Rennen gesunken, den VR-Halbjahresbeitrag zu gewinnen. Ja. Wertungsfrei. Dass ich da irgendwie, wenn ich schlecht, wenn irgendwas passiert, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, da geht die Lust weg. Und hier ist es so, ich baue einen Crash, hab das Auto wieder im Griff und fahre das Rennen zu Ende und einfach hab richtig Spaß dabei, auch auf P16 oder 18, ist mir egal. Und hab einen richtig geilen Abend und da geht's mir halt nicht so. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Wo geht's nicht so? Bei AMS2 geht's mir so nicht. Also. Ah, okay. Und da ist es teilweise so, dass ich gar nicht selbstverschuldet abfliege, sondern dass ich, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich dann weggewichst werde. Ja, okay, das kann natürlich sein. Weil das waren jetzt zwei meiner eigenen Fehler und ja, dann geht's halt weiter. Dann wird durchgehalten bis zum Schluss. Fertig. Sehr vernünftig. Ja, ich seh gerade, du fährst auch irgendwie eine andere Linie als ich. Du fährst irgendwie sicherer, während mein Auto die ganze Zeit nur am Rutschen ist. Also sieht auf jeden Fall so aus. Okay. Ja, ich glaube, das macht auf der Strecke manchmal auch Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich eine richtig unsicher beschissene Linie fahre eigentlich. Aber gut. Man kann sich ja trotzdem so fühlen. Ja. Das stimmt. Übrigens, Dennis, dieses Stream Deck Case ist einfach nur saugut. Also super, das ist echt mega Weltverbesserung. Ich hatte das Stream Deck mit Isoband. Ich bin ja ein ehemaliger Handwerker, ihr wisst es. Mit Isoband so richtig dumm mit am Rig angeklebt. Und das ist so ein dehnbares. Und wenn ich das richtig festziehe, dann gibt das irgendwann nach und dann labbert das so. Nee, egal. Jedenfalls Weltverbesserung. Geil. Einfach geil. Ja, ich sehe es gerade. Sieht auch richtig gut aus. Hast du dir die Alu-Case schon gekauft? Dafür? Nee, ist im Moment nicht lieferbar, leider. Ah, okay. Ja. Der Dennis hat es nicht da. Und ich bin schon mit dem Hersteller in Kontakt. Mhm. Bin mal gespannt. Die kommen ja aus Australien, die Dinger. Und mal gucken, was der so sagt. Ja, okay. Könnte man sich sowas unter Umständen mit den richtigen Plänen dann auch nicht hier fräsen lassen einfach? Oder wie läuft das? Ja, ab? Doch. Ja, klar. Aber wahrscheinlich kostet es dann noch mehr, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, das Ding ist aus dem vollen Alu gefräst alles, ne? Ja, sehr also geil. Das hast du auch dein Leben lang dann, ne? Ja, genau. So. Ich schätze mal, das verkaufst du tatsächlich nicht mehr. Ja, ja. Oder wenn du dann irgendwann sagst, dass du das Hobby mal aufgibst, weil du Drachen fliegen willst oder so. Ja, richtig. Oder man sich zumindest als Drachen verkleiden möchte. Ja. Mit der Frau zum Beispiel, oder? Richtig. Immer, wie geht's dir eigentlich? Immer dienstags. Das eskaliert jetzt gerade. Nee, Quatsch. Aber bei Nordschleife sind wir alle drei nochmal dabei, oder? Da gehen wir nochmal ja, Gas hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Ernüchterung gönne ich mir nochmal, auf jeden Fall. Ich würde ganz ehrlich sagen, warum nicht auch mal einfach mal von hinten starten, ausnahmsweise? Achso. Entschuldigung. Ja. Ist das okay. Das Messer liegt bereit. Okay, meine Lieben, ich danke euch für den geilen Rennabend. War sehr erfolgreich für alle anderen. Wir haben gewonnen an Erfahrung. Und an Fun, an Race Fun und dass man zu dritt auch hinten rum. Das gehört immer mit dazu. Linus, hinten grüß rum. Dich. Grüß dich, Linus. Hallo, Linux. Hallo Linus. Ja. Darf ich auch nochmal danke sagen? Du kannst jeden grüßen, kannst Danke sagen, kannst mir 5 Euro überweisen, kannst alles machen. Denn jeder hat jetzt Zeit für seine Ergüsse. Heute wollte ich euren Zuschauern danken und sagen, danke. Das ist geil. Das ist richtig geil. Man sagt Dennis, viel zu wenig Danke übrigens. Der Dennis, der ist rhetorisch ganz vorne. Ich hab mich vorbereitet. Das merkt man auch. Magst du jetzt nochmal deine, Strecke. Magst du jetzt noch mal deine Oma grüßen? Weil jetzt hört man dich besser. Oh, ja, kann ich machen. Hallo Oma, schönen Abend noch. Sehr gut. Die freut sich. Das war wirklich nett. Dann dachte die so, so mögen wir das.
Ich so, mal hier Winzer, also, aber sonst bist du nicht mehr mein Enkel. Ich bleibe jetzt auch beim Benz, auch mit dem auf ja. der Nordschleife dann, ne? Also da ja, auf jeden Fall. Mach jetzt nicht nochmal anders, weil ich weiß. Nee. Also ich sag mal, den können wir jetzt fahren. Also zumindest tun wir so. Du kannst mir ja die Woche wieder so ein schreckliches Spezial für Knut angefertigtes Setup, wo man sich dann mal wegdreht, kannst du mir zukommen lassen, in der, weißt du, wo du so tust, als ob du das auffahren würdest, nicht? Und, ja. Ja, mach ich doch gerne. Mach ich doch oder, gerne. Oder ich fahre so ein Bimmer, wie Timo fährt. Das geht nee, auch. Ich bleib beim Benz. Ich hab hier das, nee. Ich benutze den ja als Ausrede. Das geht nicht. Stimmt. Wenn du damit erfolgreich bist, dann geht das geht nicht. Nee, ich fahr Benz, das ist okay. Ich finde es wirklich schade, dass die nicht mehr diese stehenden Sterne vorne drauf haben. Also der AMG GT3, der müsste eigentlich... Das Fahrradkreuz. Ja. Ist so. Boah, das wäre geil. Dann wäre es ein richtiger Benz. Wird mal wieder Zeit für eine Runde 92er DTMs. Mhm, absolut. Finde ich, korrekt. Könnte man echt mal wieder irgendwo einschieben. Ich finde es auch schade, dass man diesmal nur eine Klasse fährt in der Sommerpause VR. Da hatte man ja schon mal mehr Abwechslung. Das stimmt. Das ja, ich hörte davon, dass es noch einen Sommercup geben soll. Oh, okay. Oho. Interessant. Insider-News. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es auch gehört. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber es bleibt spannend. Wie viele tausend Leute watchen? 17 Millionen nur. Ja, ja es ist nicht ganz so viel. Der Linus ist weg. Sehr gut. Oh, herrlich. Ich habe nur kurz reingeguckt, um Teil zu sagen. Wollte mal grüßen Linux, lassen. Der hier mitgefahren ist, der Linux? Linux, der Linux-Griese. Genau, der Griese. Ja, der Griese Linux. Ja, den hatte ich ja auch mal kurz so eine halbe Runde lang aufgehalten. Ja, bei dem kannst du das immer gern machen. Der ist jung, der hat noch Zeit. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon mitgekriegt. Das ist nicht schlecht. Na gut, meine Lieben. Na gut. Ich sage wiederholt danke, freue mich auf das Nordschleife-Rennen. Wir werden im gleichen Format wieder starten. Übrigens, ich habe mir noch überlegt, wenn wir ihr habt doch alle eine Webcam. Timo streamt selbst, die würde ich vielleicht in meinen Stream mit einbinden wollen. Und Dennis, dich auch, wäre das okay? Ich hab leider keine Webcam. Ja, schicke ich dir eine die Woche, kein Problem. Ah, dann siehst du meine Verzweiflungstaten direkt. Dann würde ich euch einfach mit in die View mit einblenden und dann hätten wir unsere drei Fratzen einfach quasi im gleichen... Ja, das würde ich dann... Aber ohne Scheiß, wenn du keine Webcam hast, ich habe hier zwei liegen, ich schicke dir eine. Kannst du auch per Smartphone machen. Ach, mach dir kein Dingens hier. Eine Ausrede gibt's da nicht. Ich habe gar keinen Platz, wo ich das festmachen könnte hier. Ist ja alles voll mit irgendwelchen Boxen. Du, zieh dir gleich die Löffel lang. Wir haben eine Woche Zeit. Ich schicke dir eine Rolle Panzerband. Kappertape, zack. Okay, so. Na gut, dann. Ich habe verstanden. Du hast Akne. Wir machen es nicht. Ja, ich bin schüchtern. Ja, sicher. Sicher. Ja, ich schließe mich einfach Knuts Worten an. Wunderbar machst du das. Knut ist ja der Professionelle hier. Ja, richtig. Ja, stimmt. Aber richtig. Das nur wegen seinem zweiten.